Berichte aus der Personalratssitzung vom 19.02. Der Personalrat hatte vor einigen Wochen diverse Dienstpläne für die Pflege begründet abgelehnt, weil die Sollbesetzung unterschritten war. 11 Wochen haben die Kolleginnen und Kollegen im Sommer gestreikt. Im Rahmen einer schuldrechtlichen Vereinbarung wurde ein Konsequenzenmanagement ausgehandelt. Wenn alle Maßnahmen zur Sollbesetzung erfüllt sind, unter anderem Einsatz von Poolmitarbeitern, aber auch Einsatz von Leiharbeitern, und die Sollbesetzung immer noch nicht ausreicht, dann sollten Betten gesperrt werden. Die Vorsitzende Richterin der Einigungsstelle hat am Montag einen Vergleich zur Bettenschließung vorgelegt. Die Dienststelle hat nunmehr Zeit bis Donnerstag, den 20.02., sich dazu zu verhalten. Der Personalrat hat sich in seiner Sitzung mit dem Thema Rente auseinandergesetzt. Aktuell beträgt der durchschnittliche Rentensatz 48% des letzten Nettoeinkommens. Jeder 6. Rentner ist von Armut betroffen. Der Personalrat hat sich über die Grundrente, aber auch über die Respektrente, so wie sie ja jetzt genannt wird, ausgetauscht. Auch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde thematisiert. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich unter den bekannten Telefonnummern bitte an den Personalrat. Um den palliativen Konsil zu stärken, soll dort das Personal nun um mindestens eine Vollzeitkraft aufgestockt werden. Hierzu sind noch Fragen offen, die der Personalrat gerne mit der Dienststelle noch erörtern wird. Um die sogenannte 40er-Liste letztendlich jetzt umzusetzen, gibt es noch Abstimmungsbedarf in 5 Bereichen. Hier ist die Dienststelle mit dem Personalrat noch nicht übereins gekommen, was die Ausgangsdaten angeht. Das wird sich aber jetzt in Kürze ergeben, sodass dann die Stellen hoffentlich auch bald besetzt werden können und Sie endlich Entlastung haben. In den nächsten Wochen wird die Dienststelle an 4 Orten bzw. an 4 Stellen im Gelände Kameras installieren. Diese Kameras dienen zur Verkehrszählung. Studenten werden dann die Verkehrssituation auf dem Campus analysieren und diese Analysedaten, die werden dann genutzt, um die Verkehrssituation hier im Gelände zu optimieren, aber letztendlich auch für die Vorbereitung der Planung eines neuen Logistikzentrums. Liebe Kollegen, das war es für dieses Mal aus der letzten Personalratssitzung. Die nächste Personalratssitzung wird nicht am Dienstag, sondern am kommenden Mittwoch erst erfolgen. Wie Sie sicherlich auch den Medien entnommen haben, laufen zurzeit Tarifverhandlungen und auch der Personalrat, die Personalratsmitglieder werden sich an diversen Warnstreiks beteiligen. Bis bald.